Herzlich willkommen, mein Lieben. Ich bin wieder da. Vorschau auf das Spiel Paderborn Karlsruhe, aber auch natürlich Fazit von der letzten Hinrunde plus noch ein bisschen das Fazit aus der letzten Zeit in der Winterpause. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich, es geht wieder los. Los. Wo starten wir? Wir starten so ein bisschen erstmal mit der Hinrunde, die ja wirklich spannend war, aber auch durchwachsen war am Ende. Starte ich so ein bisschen erstmal mit dem ersten Teil natürlich, mit dem positiven Teil. Die Mannschaft, ich fand ja am Anfang, ich habe ja auch direkt rausgehauen, dass ich denke, dass der Verein auch um den Aufstieg spielt, weil ich finde, die Qualität im Kader ist sehr stark. Wenn du dir anguckst, die letzten Jahre hatten wir so eine Qualität noch nicht. Und wenn du dir anguckst, die Breite des Kaders ist krass. Auch die Spieler, meiner Meinung nach, haben eine starke Qualität, die sie gezeigt haben in den ersten Spielen natürlich. Ganz besonders diese hohen Siege, wo man gar nicht gerechnet hat. Also, das muss man natürlich sagen. Das war eine ganz erstaunliche Leistung. Und vielleicht ist da auch so der Punkt, wo der Verein, also wo der Verein, sage ich schon, die Spieler, vielleicht ein bisschen sich dran gewöhnt haben, dass man halt so hoch gewonnen hat, dass es gut gelaufen ist. Das steigende Spielzug immer besser wurde gefühlt. Und dann kam eben dieser Bruch einen Monat vor der Winterpause, vor dieser komischen langen Winterpause. Und dann hat sich so ein bisschen die Realität gezeigt, dass man natürlich auch Leistung zeigen muss, auch in schlechten Phasen. Wenn wir uns angucken, oder wo ich mich gut daran erinnere, an das Fürth-Spiel, wo wir als Erster gegen den Letzten gespielt haben und dann verloren haben. Und wo die Fürther Mannschaft so stark dann sich präsentiert hat, weil sie für ihren Trainer gespielt haben, obwohl er dann wirklich ein paar Spieltage danach auch entlassen wurde. Auch eine herrliche Geschichte eigentlich im Fußball. Aber ja, das war so ein Bruch und der Qualität, meiner Meinung nach, hat es nicht geschadet. Es war eigentlich so, man hat ja auch gesehen, einige Spieler, wie zum Beispiel ein Felix Platte, aber auch ein Pieringer, waren dann nicht mehr konstant so in diesen Leistungen. Er war mal wieder verletzt zum Teil. Was ja auch in Felix Platte leider passiert, dass er ja öfter mal verletzt war. Und auch zum Beispiel ein Spieler wie Conte, wenn man sich anguckt, dass er ja auch bei den Magdeburg-Fans eher negativ gesehen wurde, weil er halt nicht so konstante Leistungen gezeigt hat, hat er bei uns auch nicht gezeigt, das muss man ja auch dann sagen. Deshalb kam er ja nicht die ganze Zeit zum Zuge. Aber wenn wir uns erinnern, zum Beispiel das Pauli-Spiel, wo er wirklich geglänzt hat, da zeigt seine Qualität und ich bin gespannt, ob er diese auch wieder zeigt. Dann bin ich wirklich gespannt, weil er wirklich einen guten Faktor bringt, als Auswechselspieler auch auf der Bank dann nochmal reinzukommen, nochmal richtig Vollgas zu geben. Und ja, es sind so ein paar Baustellen, wo wir gesehen haben, dass irgendwie ein bisschen der Wurm drin war, vielleicht auch die Leistungsqualität durch diese kurze Spielzeit, die wir ja hatten, durch diese lange Winterpause. Ich weiß es nicht, meiner Meinung nach, ich habe es auch schon öfter ja mal gesagt, dass wenn eine Länderspielpause kommt, die meiner Meinung nach immer unnötig ist, aber gut, da kann man drüber diskutieren. Ihr könnt ja mal gerne auch in den Kommentaren dann reinschreiben, was ihr von Länderspielpausen hört. Da zeigt sich beim SCP, also oft die letzten Jahre, immer irgendwie so ein kurzer Bruch. Und das hat sich ja dieses Jahr auch ein bisschen gezeigt. Aber wenn wir uns dann angucken, dass so ein Spiel wie gegen Werder Bremen natürlich so krass war und da hoffen wir natürlich ja auch, da können wir auch nochmal nachher drauf blicken, aufs Pokalspiel ja auch, dass dann gegen Stuttgart auch diese Leistung gezeigt wird, dann ist auf jeden Fall was drin. Wenn wir wieder diese Leistung zeigen, und dann gehen wir jetzt natürlich auch speziell gleich auf das Spiel gegen Karlsruhe rein. Sehen wir auch zum Beispiel eine positive Leistung in dieser langen Transferphase, sage ich schon, in dieser langen Winterpause. Transferphase ist ja zum Glück diesmal nicht ganz so krass lang gewesen. Die Winterpause hat ja gezeigt, dass Paderborn da wirklich ihre Spiele gut absolviert hat, gute Testspielgegner gehabt hat, jetzt zuletzt Bielefeld als Beispiel, das Trainingslager gut absolviert, so wie man hört. Der Kader ist in voller Breite da, das ist auch ein positiver Faktor, keiner ist verletzt. Und was auch überraschend ist, meiner Meinung nach, ihr könnt es auch mal reinschreiben, keiner ist groß gegangen, also kein wichtiger Spieler ist gegangen. Wir hatten keine großen Abgänge, klar, dieser Namensvetter von mir, Adrian Giekewitz oder wie er ausgesprochen wird, kam halt nicht zum Zuge, von dem hat man mehr erwartet, auch da hat man mal Geld in die Hand genommen, zeigt vielleicht dann auch wieder, das Paderborner Modell ist eigentlich besser, Spieler zu holen, ohne Geld groß in die Hand zu nehmen, aber ja, kein großer Verlust. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt mit Leo Zingerle aussieht, der Weg von Leo Zingerle.
Jetzt hört man ja auch beim Spiel jetzt gegen Karlsruhe ist er nicht auf der Bank. Da ist er jetzt der Torhüter aus Oldenburg, meines Wissens. Genau, Oldenburg war es. Wieder gekommen und den man ja ausgeliehen hat dorthin. Und ja, das zeigt mir halt, dass ein Leo Zingerle gehen wird. Vielleicht hat man da auch zu hoch gepokert. Vielleicht hat er ein Angebot. Vielleicht hat er das dann doch nicht wahrnehmen können. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, wo dann der Weg von Leo Zingerle noch hingeht. Also dritter Torhüter wird er nicht. Das mal, da bin ich mir zu 100% sicher. Und ja, blicke ich jetzt so ein bisschen auf das Spiel gegen Karlsruhe. Morgen geht es für mich wieder Richtung Karlsruhe. Ich war schon oft da. Ich habe auch mal überlegt, wie oft war ich da? Boah, gar nicht, ich kann es gar nicht zählen. Bestimmt schon seit über 9 Jahren war ich schon öfter mal in Karlsruhe und kann mich gut erinnern, dieser Auswärtsblock, wie der sich jetzt verändert oder jetzt auch speziell jetzt, der neue Gästeblock oder auch der generell, das Stadion verändert sich ja komplett bei Karlsruhe. Bin ich sehr gespannt. Ich weiß nur, dass wenn wir in Karlsruhe gespielt haben und wenn ich da war, dass das keine schönen Spiele waren, das muss man sagen. Gegen Karlsruhe haben wir uns immer sehr schwer getan in Karlsruhe. Ich glaube, das eine Spiel, da war ich nicht da. Vielleicht lag es dann an mir, keine Ahnung, nein, Spaß. Aber da haben wir ja hoch gewonnen. Aber dann trotzdem oft Spiele, die irgendwie eklig waren. Irgendwie habe ich da immer irgendwie ein ungutes Gefühl, in Karlsruhe Punkte zu holen. Das ist so wie im Süden gegen Regensburg und Co. Da holen wir auch irgendwie die Punkte. Und das ist so ein bisschen wie Karlsruhe, irgendwie so ein Trauma. Aber vielleicht gewinnen wir morgen. Und ich bin sehr gespannt. Karlsruhe, wie eben schon gesagt, auch ein bisschen im Umbruch. Stadion wird umgebaut. Und der Verein ist auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen generell im Umbruch, wenn ich das so von außen wahrnehme. Wir haben uns gesehen, zum Beispiel in der Transferphase in der Hinrunde, so jemand wie Hofmann verloren. Das war ein ganz wichtiger Abgang, also nicht wichtiger, trauriger Abgang natürlich für Karlsruhe, so andersrum gedreht, Adrian. Und ja, der Verein steht jetzt ein bisschen weiter unten. Wir stehen auf Platz 6, aber da gehe ich jetzt drauf ein. Ich bin gespannt, wo wir landen diese Saison. Wenn wir jetzt richtig Vollgas geben, meiner Meinung nach, wenn wir die Qualität bringen, ich muss nicht aufsteigen, die Erwartung darfst du gar nicht haben eigentlich. Aber ich finde, es macht natürlich Spaß und das habe ich diese Saison am Anfang gemerkt. Wenn du da oben mitspielst, wenn du Vollgas gibst, wenn du wieder Spiele zeigst, wo du Tore schießt, dass es dann auch Spaß macht, da oben zu sein und auch verdient natürlich. Und meiner Meinung nach, gewinnen wir jetzt oder wenn wir in den nächsten 4 Spielen gut auch uns präsentieren, ist einiges möglich wieder. Und da hoffen wir natürlich, dass mal ein Verein wie der HSV oder vielleicht Darmstadt mal ein bisschen patzen kann oder darf. Und wir natürlich auch in diesen Spielen gewinnen müssen gegen Darmstadt HSV, was wir in der Hinrunde nicht gemacht haben, wo uns die Punkte fehlen. Das muss man auch betonen. Und ja, Karlsruhe, wie gesagt, unangenehmer Gegner. Ich bin gespannt, wie wir uns präsentieren, wie die Leute wieder einschlagen. Voller Kader, habe ich eben gesagt. Eben habe ich mir noch die Konferenz angeguckt. Da war ja der Fall, dass wirklich jetzt eine Auswahl treffen muss, dass Leute auch mal zu Hause bleiben müssen. Und ja, ich bin gespannt. Jetzt die, ich sag mal, Neuzugänge der Hinrunde kommen ja jetzt auch wieder. Wir haben da sozusagen fast wieder Neuzugänge, dass man mit Kleefisch und der, wie heißt er? Clemens, nicht Clemens. Sorry, jetzt habe ich mich vertan. Klaas, sorry, tut mir leid, Klaas. Ja, sozusagen jetzt auch da sind endlich wie eigentlich fast Neuzugänge. Und jetzt habe ich auch gehört, dass wir an Chelsea einen Spieler dran sind, aus der Jugend wohl, aus der U23, Linksverteidiger. Und bin sehr gespannt, wie das so wird. Ob wir da noch den einen oder anderen holen. Es ist ja nicht mehr ganz so lange jetzt hin, ein paar Tage noch, aber. Ich bin gespannt. Neuer Sportdirektor mit Benjamin Weber. Bin ich auch sehr positiv überrascht. Finde diesen Weg, den der SC Paderborn gegangen ist, auch sehr gut. Keinen Erfahrenen zu holen. Jemand, der trotzdem die Erfahrung hat mit seinem Netzwerk und Co. und seinen Stationen. Aber mir gefällt, was er gesagt hat. Ich war ja auch auf der Jahreshauptversammlung. Da sieht es ja auch sehr positiv aus, muss man natürlich sagen. Aktuell läuft es da sehr gut. Und wenn wir jetzt wieder richtig Vollgas geben, wir können mit dem 6. Platz aktuell ja auch mega, mega zufrieden sein. Wenn einem das am Anfang der Saison jemand gesagt hätte, hätte man total drüber auch das unterschrieben. Aber ich bin wirklich gespannt, wie wir jetzt uns präsentieren, speziell in Karlsruhe. Freue mich mega und hoffe natürlich, dass wir da mit 3 Punkten wieder rauskommen, wieder ein schönes Auswärtsspiel erleben, mit Vollgas-Fußball, mit emotionalen Fußball und Toren. Und freue mich dann auf morgen, auf das Spiel. Vielleicht sieht man auch den einen oder anderen. Und ich freue mich. Es geht wieder los. Und dann werden wir uns am Wochenende hören wahrscheinlich. Und da werde ich auch natürlich das
DFB-Pokalspiel blicken. Lasst gerne hier auf dem Kanal einen Follow, teilt das Video und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Schönen Abend sage ich schon. Schönen Tag, jetzt ist gerade noch Tag. Vielleicht hört ihr es und seht ihr es erst am Abend. Deshalb, ciao, 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 meine Lieben. Nur der SC Paderborn. Oder auch natürlich Grüße an alle anderen Fans, die vielleicht das Video auch geguckt haben. Ciao, ciao.